wichtig ist, dass wir ja in den ersten Monaten 2022 voll im Corona-Modus noch waren, die Einschränkungen hatten. Und dann kam überlagernd der Krieg dazu. Und das war natürlich eine Doppelbelastung, wo wir auch schauen mussten, was können wir unter Corona-Bedingungen möglich machen, dass ja auch sozusagen die Begegnungen in den Aufnahmeeinrichtungen nicht so ganz einfach waren. Also das war schon eine schwierige Situation. Und da hatten wir auch in allen Beratungstelefonen natürlich extrem viele Anfragen und so auch in diesem Corona-Seelsorgetelefon, weil Corona war ja nicht vorbei. Und wir wissen es alle, dass es sozusagen ja, im Sommer dann eine ziemlich große Welle noch gegeben hat. Und da war es wichtig, dass wir da waren, ne? Dass wir Hilfe gegeben haben und Unterstützung gegeben haben für diejenigen, muss man auch so ganz klar sagen, die Angehörige verloren haben durch die Corona-Pandemie. Beim Kinder- und Jugendtelefon und in der Online-Beratung für Kinder und Jugendliche, ja, muss man ja auch sehen, also wir haben zum einen das Telefon und wir haben zum anderen ja das Kooperationsprojekt mit dem KiKa, wo wir online reagieren auf Fragen von Kids. Und auch da gab es natürlich eine Schocksituation im Februar und im März 2022, wo wir viele, viele Themen, die rund um Angst gingen, bearbeiten mussten. Kann es passieren, dass der Krieg zu uns nach Deutschland kommt? Kann es passieren, dass Putin eine Atomrakete zündet? Und das hat natürlich ganz viele Kinder beschäftigt, ja? Die gesagt haben, Hilfe, was kann ich denn jetzt machen? Wo kann ich hin? Wie kann ich damit umgehen? Und auch da hatten wir ja völlig neue Erfahrungen. Auch das gab es bisher noch nicht. Unser Kinder- und Jugendtelefon ist ja eingebettet in einen großen bundesweiten Verbund. Nummer gegen Kummer. Gibt es seit vielen, vielen Jahren. Und wir sind sehr froh und auch ein bisschen stolz, dass wir das Land Berlin davon überzeugen könnten, die Hauptstadtrepräsentanz von Nummer gegen Kummer jetzt auch mit Fördermitteln des Landes Berlin zu unterstützen. Das war dringend nötig und höchste Zeit. Und wir sind sehr froh, dass wir das jetzt erreicht haben und da auch ein Commitment haben, dass das natürlich eine ganz wichtige Beratungseinrichtung in der Jugendhilfe ist und die gehört öffentlich gefördert. Das zweite ist unser Familienangebot Känguru hilft und begleitet, was wir seit vielen, vielen Jahren hier in Berlin und auch in Falkensee in Brandenburg anbieten. Und da ist es natürlich auch ganz wichtig, dass unsere bezirklichen Stellen, die wir nicht alleine betreiben, sondern die von unseren Mitgliedsunternehmen betrieben wird. Also in Mitte macht es das Diakonische Werkstatt Mitte und in Schöneberg macht es Simeon. Insofern haben wir da einen sehr direkten Kontakt zu unseren Mitgliedsunternehmen. Und wir freuen uns sehr, dass auch hier die Senatsverwaltung für Familie gesagt hat, das lohnt sich, diese bezirklichen Stellen weiter zu unterstützen und auch unsere Landeskoordination. Insofern sind wir da sehr froh, dass wir uns da auch besser aufstellen können, dass wir mehr Familien erreichen können mit mehr Ehrenamtlichen. In der Liga der Wohlfahrtsverbände habe ich mit meinen Kollegen ein Projekt in der Wohnungslosenhilfe angestoßen. Das hat einen relativ langen Vorlauf. Wir hatten ja eine Obdachlosenzählung, Nacht der Solidarität vor 2 Jahren. Und da ist diese Idee entstanden, ein Modellprojekt zu schaffen für mehr Ehrenamt in der Wohnungslosenhilfe, verbunden mit einer wissenschaftlichen Begleitung. Also was kann Ehrenamt in diesem Bereich bewirken? Können wir auch Peer-to-Peer-Ansätze schaffen, dass wir auch selbst Betroffene für ein Ehrenamt gewinnen können?
das haben wir jetzt gestartet und sind sehr froh, dass sich die Senatsverwaltung für Soziales daran beteiligt und auch dafür eine Finanzierung bereitstellt.